also, jetzt machen wir mal Remis. So, das heißt, der König müsste, um zu gewinnen, vor seinem Bauern wäre er hier, auf dem Feld. So, also muss ich verhindern, dass der König vor seinem Bauern kommt. Das kann ich, wenn ich dahin gehe, habe ich alle drei Felder blockiert. Das heißt, der König kann nicht vor seinem Bauern auf die dritte Reihe. Damit ist es Remis. Könnt ihr versuchen, noch weiter zu spielen. Schiebt einfach den Bauern vor. Dann bleibe ich auf dieser Linie, auf der Umwandlungslinie. Hier will er sich ja umwandeln. Also bleibe ich erstmal hier auf die Linie und blockiere den Bauern. So, er darf jetzt hier auch nicht weg. Und dann schlage ich ja den Bauern. Also muss er ihn ja erstmal weiter beschützen. Ich bleibe immer schön auf der Umwandlungslinie, dass er hier nicht durchlaufen kann. Jetzt muss er sich entscheiden, rechts oder links. So, jetzt wieder spiegelverkehrt. Wir machen es mal links. Alles andere spiegelverkehrt. So, jetzt gehe ich wieder auf die gleiche Farbe, auf Opposition. So, ein Feld dazwischen, eine ungerade Zahl dazwischen an Feldern ist Opposition. Jetzt ein Feld dazwischen. So, jetzt kann er wieder nichts machen. Geht er zurück, kann ich hier weiter blockieren. Das schickt er den Bauern vor. Was dann Schach ist. Und Schach ist immer Remis. Der Bauer auf die siebte Reihe tritt, mit Schach ist Remis. Weil jetzt kann ich wieder blockieren. Jetzt hat er nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder geht er jetzt weg, dann kann ich den Bauern schlagen, was Remis ist. Weil zwei Könige können sich ja nichts mehr tun. Oder er setzt mich jetzt platt. Weil er weiter den Bauern beschützt. Aber jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt darf ich ja da nicht hin, wegen dem König. Und da darf ich nicht hin, wegen dem Bauern. Aber Schach bin ich nicht, also es ist unentschieden. Patt.